Bei der Nationalratswahl am 29. September tritt auch wieder die KPÖ an. Heute war der Bundessprecher und Spitzenkandidat auf der Bundesliste Mirko Messner auf Wahlkampftour in Eisenstadt. Die KPÖ sieht sich jedenfalls als linkes Gewissen der Nation und tritt für eine solidarische Gesellschaft ein. Mit drei Plakaten zieht die KPÖ in den Wahlkampf. Die Themen: Chancengleichheit, soziale Teilhabe und Umverteilung nach unten. In Österreich müsse Schluss sein mit der Umverteilung zu den Reichen. Es ist genügend Geld vorhanden in den Händen der Reichen und der Reichsten. Nur findet dieses Geld den Weg in die Gesellschaft nicht mehr zurück, weil es zunehmend weniger investiert wird und zum großen Teil dafür benutzt wird, dass es quer über den Globus geschossen wird und dass damit spekuliert wird. Da die Mittel für eine Materialschlacht im Wahlkampf ohnehin fehlen, will die KPÖ mit Bürgernähe trumpfen. Am Wochenende ist Auftakt beim traditionellen Volksstimmefest in Wien. Im Burgenland werden die Spitzenkandidaten in Eisenstadt, Neusiedl und Oberwart auf Wahlwerbung gehen. Wir werden, so wie viele andere Parteien auch, ein Geschenk mitbringen. Unser Geschenk schaut so aus, dass wir ein dunkelrotes mit Chili gepfeffertes Eis an die Leute verschenken werden und in diesem Zusammenhang in die Diskussion kommen. 0,8% der Stimmen hat die KPÖ bei der letzten Nationalratswahl bekommen. Die Chancen, diesmal besser abzuschneiden, stehen nach eigener Einschätzung dann gut. Wenn uns alle wählen würden, die sich wünschen, dass es eine linke Opposition im Parlament gäbe,